Hey Leute und herzlich willkommen zum Spacigsten Abenteuer out of Space, nämlich Space Haven. Ja, ganz genau, Space Haven an Bord der Opticalerie 1. Und wie immer gilt, wenn du Spaß an dem Video hast, dann hilf mir doch, indem du einen Kommentar oder ein Like da lässt. Das wäre echt mega nice und würde mich super freuen. Ja, wäre halt übelst ehrenhaftig. Jo. Alles klar, wir machen weiter, wo wir aufgehört haben, nämlich bei der Bergung der Materialien aus diesem Schiff. Ich hatte mich dazu entschieden, alles mitzunehmen, was hier ist. Und das ziehen wir jetzt auch knallhart durch. Ich hoffe, jetzt kommen ein paar mehr mit. Ja, guck mal, wie viele da in die Raumschiffe springen. So will ich das sehen. Und dann lassen wir die hier mal abbauen. Den restlichen Infraschrott noch mitnehmen. Guck mal, da sind direkt wieder welche abgehauen. Siehst du das? Ich verstehe das nicht. Hier auch. So, nö, ich habe hier nichts zu tun. Nö, nö, nö. Hast du wen dabei? Nee. Naja, hier ist zwar nur noch ein bisschen Infraschrott, aber es wäre halt echt nice, wenn Space Cowboy das nicht wieder alleine machen müsste. Und er ist wieder alleine und muss es wieder alleine machen. Warum? Ah, guck mal, das ist so viel Infraschrott, wie wir schon haben, ne? Komm. Let's go, Alter. Es ist jetzt. Es ist jetzt. Space Cowboy, komm nach Hause. Ja. Wir ziehen weiter. Das hat keinen Sinn. Die wollen irgendwie nicht so, wie ich will. Und wir bereiten den Hypersprung vor. Shuttle ist eingetroffen. Crazy rennt zum Pult wie ein Berserker. Und da hämmert er die Tasten. Und da springen wir. Macht's. Bevor wir losspringen. Und da ist ein bisschen Eis. Das ist übrigens gar nicht so unnice, denn wir haben zwar 88 Wasser, produzieren aber auch die ganze Zeit durch und haben nur noch 44 Eis. Deswegen holen wir uns das jetzt. Das ist eine ganz heiße Sache. Versteht ihr? Eis, Eis. Ha. Oh Mann, was für ein kalter Witz. So. Guck mal, das sind nämlich 9 Eis, daraus kriegen wir 18 Wasser. Das ist nice. Oder? Lass mich nicht lügen. Veredeln. Kriegen sogar mehr. 9 Eis sind dann 45 Wasser. Das kann man schon mal machen. Dann macht das auch, bevor unser Schild komplett weg ist und wir auch. Oh! Hä? Ja! Brille hat was vergessen. Liebe Freunde. So müsste alles drin sein. So auch. Machen wir so. Hohe Bau-Prioritizel. Ich glaube, der hat gerade die Waffen geladen, ne? Jo, nice. Pass mal auf, wir haben da so viel Platz, ne? Ich. Kacke. Kommt nach Hause. Es brennt, wo brennt es? Erstmal hier überall zu machen. Okay. Habe ich hier hohe Baupriorität überhaupt gemacht? Ja. Okay, Leute, kommt nach Hause. Scheiß auf die 2 Eis. Entschuldigt meine Ausdrucksweise. Es sind halt nur 35 Eis, Wasser, die wir da rauskriegen. Aber das ist schon gar nicht so schlecht. Ey du, heimkehren. Aber ganz schnell. Bitte. Leute. Wäre irgendjemand so nett, dieses Feuer zu löschen? Bitte. Leute! Seid ihr blöd? Ah! Oh Gott, wir werden alle sterben. Wie sieht das aus? Sind alle an Bord? Jetzt. Übersprung vorbereiten. Oh Gott, unsere ganzen Pflanzen sind verkümmert. Wie sieht das aus? Ist jemand da? Geht jemand hin? Crazy? Los! Navigation jetzt, bitte.
Crazy, bitte lauf, bitte, bitte, bitte lauf. Oh Gott, guckt euch das an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir fressen gerade richtig. Los, Crazy, bitte. Hau in die Tasten, bra. Weg. Es war nur eine Sonneneruption am Start. Was? 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 Hazel, wo bist du? Kommst du nach Hause gerade? Komm nach Hause gerade bitte und oh Leute, bitter. Wenn jetzt noch die Sonneneruption kommt, haben wir ein Mega-Problem. Sind wir ultra figot. Du reparieren. Du reparieren. Einmal nicht aufgepasst, ne? Nehmen jetzt auch gerade die fünfte Folge am Stück auf. Einmal nicht aufgepasst, ich sag's euch. Wir machen hier erstmal den Abbau aus. Ich Idiot, sonst fliegen die gleich wieder los. So, sind jetzt alle da. Les fehlt noch. Jetzt sind alle da. Okay, weg hier. Heilige Handgranate. Das war uncool. Alter. My God. Oh my God. Ja. Heftig. Sehr, sehr heftig. Hier ist ein Gaswäscher drin, ne? Ja. Sollte ich hier vielleicht aufmachen? Weil hier ist nämlich keiner drin. Okay, das Ding können wir schon mal koppeln. Freunde. Wir haben Bewaffnung. Ein Raketenwerfer. Sieht jetzt gleich viel bedrohlicher aus. Auch wenn uns ein kleiner Meteoritenschauer fast das komplette Leben gekostet hätte. Ihr seht, hier ist noch alles verraucht. Ich mache jetzt was. Und zwar Lebenserhaltung, Gaswäscher. Und knall den einfach mit hier rein. Der ist zwar ein bisschen laut und unangenehm für die Leute. Oder warte mal. Da habe ich einen. Komm, ich hau den hier rein. Und mach mal hohe Baupriority. Hesse, bist du da ohne Anzug? Nee, okay. Oh Leute. Leute. Die Heizung muss auch wieder repariert werden. Alles muss repariert werden. Oh Gott. Das muss repariert werden. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Crazy crazy stuff. Sag ich euch da nur zu. Ich könnte ja hier mal aufmachen. Aber die ist ja auch ein Gaswäscher drin. Jetzt sieht das vielleicht schneller aus dem Pflanzenbereich ab. Und hier kann ich auch aufmachen mittlerweile. Es geht wieder. Was war los? Wieso wollt ihr nicht ins Bett? Ist da zu warm? Ja. Okay. Hier ist warm drin. Sollte ich vielleicht noch eine Heizung hier reinballern? Da sollte die im Bereich sein, oder? Jo, perfekt. Guck mal, da wird's leer gesaugt, das Gas.
Unsere ganzen Pflanzen sind tot, aber wir haben ja Gott sei Dank ein bisschen Vorrat an Essen. Holy moly Macaroni. Krass. So, wir sagen abbauen. Und wir sagen abbauen. Nehmen wir mit. Und warten, dass sie aufwachen. Die Armen, ey. Eben Kaffee trinken. So. Und dann Daniel, Edison, Lucida und MZ. Hat sich halt rausgestellt, dass sie wirklich besser sind mit den Waffen als Dori leider. Die hat halt nur 0 Punkte da drauf. Aber sie ist ja dafür fleißig hier an Bord. Und jetzt muss sie erstmal übelst angebaut werden. Hey, heilige Handgranate. So, alle da, alle nah, wunderbar. Ab in das Raumschiff, Allah. Dann hoffen wir mal, dass jeder überlebt. Vielleicht finden wir noch ein Mitglied. Wird mich jetzt gar nicht so stören, da wir kurz davor sind, unser nächstes Schiff anzugehen. Alle raus. Play und Pause. Alle nehmen. Weitergehen. Das ist immer die Devise beim Einchecken auf einem neuen Schiff. Macht das so, dann passiert euch kein Unglück direkt zu Beginn. Und weiter geht's. Daniel deckt den Rücken. MZ wieder voraus, beziehungsweise Lust wieder. Und da kommt das Auge. Und da kommt das Auge. Und da kommt das Auge. Und schießt bitte auf das Auge. Oh mein Gott. Alles klar. Mein Herz ist kurz stehen geblieben. Geht ihr bitte kurz einmal hier rein. Danke. Und da ist eine Kapsel. Könnt ihr das sehen? Oh, das ist ein Auge. Müssen wir kurz gehen. Und schießt auf das Auge. Bitte lasst es nicht stehen. Oh, Lucida hat ganz schön was abgekriegt. Uhu. Oh, ist vielleicht wieder eine weibliche neue Begleitung auf dem Schiff. Wer weiß. Lucida, geh du mal hier hin, bitte. Wer ist das? Barclay. Ich denke mal, das ist auch wieder ein Mann, oder? Was hast denn du für Fertigkeiten? Waffen 3. Warte mal, da muss ich mal eben abchecken. MZ hat Waffen 2, Lucida hat Waffen 3. Addison hat Waffen 2. Ja, aber Lucida ist gerade total im Morsch, ne? Lucida, mach mal so auf den Boden. Und Barclay. Wo ist die Waffe hin? Und dann geh mal schön ins Shuttle. Barclay, du musst jetzt diese Waffe nehmen. 3 hatte der auch, ne? Ja, nice. Was kann er sonst noch so? Steuerung, Rohstoffabbau. Rohstoffabbau, sehr gut. Ja, Forschung brauche nicht mehr. Kapitulation minus 50. Blutdürstig. Nice. Na gut, der hat nicht so tolles Arbeitstempo. Aber immun gegen verängstigt und Panik. Also, das ist schon mal richtig gut. So, du benutzt das auch. Und weiter geht's, Freunde. Wir haben einen neuen im Team, Barclay. Barclay im Team. Im Team der Optikari-1. Ich bin aufgeregt. Das Verseuchung. Schießt, schießt, schießt. Geht da rein. Schnell weg. Oh, der. Feuer. Ja, genau so wie ich sehen. Gemetzel. Wer auch immer da hingehen will. Du gehst mal hier hin. Und schießt auf den. Oh Gott. Eine Armee. Eine Armee. Vorrücken, Leute, vorrücken. Oh Gott, jetzt hätte ich mal Verstärkung holen sollen. Warte, ihr schafft das. Oder? Boah, das ist noch ein ganz schön großes Schiff. Pass mal auf. Lucida, du gehst jetzt erstmal nach Hause. Nach Hause telefonieren.
Ja, toll, und die meisten sind wahrscheinlich am Abbauen, ne? Brighton, wie sah das bei dir eigentlich aus? Waffen 0. Brighton, Brille. Dori und Les, ihr müsst mal heimkehren. Sorry. Komm. Dori, Les, Space Cowboy und Brille machen das dann gleich. Oh Gott, da ist schon wieder ein Auge und ich habe nicht aufgepasst. Los, ihr müsst schießen, Leute, auf alles. Allison ist schon ziemlich am Ende. Das Blöde ist, wenn wir jetzt gleich kurz weggehen, um Sauerstoff zu holen, haben wir ein anderes Problem. Oh je. Okay, Allison, geh hier hin, bitte. Ihr drei macht einen ziemlich intelligenten Rückzug jetzt. Und zwar hierhin. Los. Heb ihn, Daniel, heb ihn bitte auf. Und drop ihn hier hinten. Oh, Leute, wo? Dori kommt gerade nach Hause, lässt auch, glaube ich. Okay. Brille, Dori, Les und Space Cowboy, hatte ich gesagt, ne? Wie sieht das hier aus? Hol ich Sauerstoff. Oh, das ist bitter. Oh, das ist bitter. Eventuell erstmal zurückziehen und erholen lassen. Ja, ich glaube, das ist mit die beste Idee, die ich haben kann. Wo willst du denn hin? Mein Gott, was ist denn das jetzt hier? Ah, anklicken, annehmen, so. Okay. Kannst du bitte Daniel, kannst du bitte Sauerstoff an Allison geben? Und Allison aufheben. Und jetzt bitte alle an Bord. Okay, boah, alles klar. Lecco mio am Dingsbums. Puh. Knappe Kiste, sag ich da nur. Echt knappe Kiste. Was ist mit unserer Shotgun Betty los? Wie hat sie denn jetzt noch? Hä? Habe ich jetzt nicht verstanden, aber ist auch nicht schlimm. Wait a minute. Was ist hier los? Der Strom sieht gar nicht gut aus. Warte mal. Ach, hier ist eine Batterie zerstört. Und. Warte mal. Zack. Das sollte erstmal wieder für ein bisschen Energie sorgen. Oh, die Batterien. Oh, wie die leer gesaugt werden. Okay. Okay, die neue Kopplung eingeleitet. Und zwar nur nach
Erstmal muss die gecuttet werden. Nach hier. So, und du machst nur nach hier. So, alles klar, läuft. Okay. Boah, das habe ich gar nicht mitbekommen, seht ihr? Ist hier noch irgendwas kaputt? Glaube nicht. Okay, wir warten jetzt auf jeden Fall den Tag ab, Freunde, bevor wir wieder in dieses irre Raumschiff reingehen. Wir haben ja immerhin schon mal jemanden rausgeholt, aber diesmal gehen wir dann zusammen mit 8 Leuten direkt, damit alles gut läuft. Wir sollen erstmal hier arbeiten, neue Pflanzen anbauen, dies, das hast du nicht gesehen, Ananas. Oh, ich mit meinem Ananas, das habe ich mir wieder voll angewöhnt. Schlimm, ne? So, bearbeiten, Gestaltung und da hätte ich dann gerne... dunkle Fliesen und warum eigentlich nicht? Toll, jetzt habe ich die Fliesen wieder weggemacht. Egal, passt schon. Uff, da hatte ich gerade Angst um die Hälfte meines Teams, ey. Beziehungsweise ein Viertel, ein Drittel. Ja, und jetzt ist hier natürlich übelst Strom, ne? Aber das hat sich jetzt wieder ausgeglichen durch das. Also alles super. Alles toll und so wundervoll. Ihr arbeitet immer. Ihr macht das schon richtig. Was haben wir denn noch, was wir verwerten könnten? Wir könnten nochmal sagen, hey, mach mal ruhig ein paar davon. Hey, mach mal, brauchen bestimmt wieder 9 Dünger. 10 Dünger. Machen wir noch 10 davon, machen mal noch 5 davon und machen mal noch 10 davon. Guck mal, und schon haben wir ein bisschen was los. Dann kannst du nochmal, obwohl das brauchen wir nicht. Okay, guck, das ist doch schon mal was. Dann haben wir schon wieder ein bisschen verarbeitet. Sehr gut. Ja, gönnt euch heute ruhig. Soll ich denn heute mal ein bisschen eher Feierabend gönnen? Ach, ich vergesse dann eh nur das wieder umzustellen. Guck mal, die chillen alle gerade, ne? Was ist mit denen los? Nichts tun oder was? Machen wir nochmal 10. Und auch nochmal 5 davon. Dann läuft das Ding nicht umsonst. Scrap wird auch verwertet. Oh, top. Hiervon hätte ich eigentlich gerne noch 10. Und hiervon auch nochmal 5. Das heißt aber, ich muss hiervon auch nochmal 10 machen. Und das heißt, ich muss hiervon nochmal 10 machen. Und hiervon auch nochmal 10. Einfach fürs Geld. Apropos Geld. Die haben selber Hypertreibstoff. Ne, dann nicht. Pech. Hör mal. So nicht. Vor allem übelst viel Wasser, ne? Entschuldigt, Froschemals. Ah, Froschemals. So. Oh, ich bin so dumm. Oh, ich bin so dumm. Oh, ich bin so dumm. So, wir nehmen Barclay. Daniel. Edison und MZ und ihr geht hier rein. Dann, oh, Space Cowboy ist schon so angeschlagen, ne? Wie war es bei Les? Les? Space Cowboy hat auch 0 Waffen. Der hat 25 Kapitulationen. Dann hat Dory. Edison läuft schon. Dory, Hazel, Space Cowboy und Les. Ihr könnt mal hier reingehen. Oh Leute, aber diesmal mache ich es anders als sonst. Verspreche ich euch. Und zwar gibt's diesmal einen Cliffhanger. Yeah! Wir sagen dem da andocken, wir sagen dem daneben andocken.
holen alle raus. Uff. Und dann haben wir, glaube ich, in der nächsten Folge wirklich das krasseste Alien-Raumschiff vor uns, was wir je gesehen haben. Wir sammeln diese Folge noch eben alle hier in diesem. Na kommt. In diesem Gang, Schiff andocken. Danke. Da kommt das Auge, machen wir noch im Platt. Schnell alle hier hin. Tot. Okay. Wir sammeln uns noch eben hier in diesem Raum, wie gesagt, ne? Wie angekündigt. Alter Verwalter. Okay, die Armee ist anwesend. Ich danke dir fürs Zuschauen. Hoffe, du freust dich genauso drauf, wie das weitergeht und wie wir das in der nächsten Folge schaffen wollen, dieses riesen Alienschiff hier zu befreien. Vielleicht finden wir ja noch einen irgendwo angekettet von Aliens oder. Ich, wie gesagt, hoffe auf jeden Fall, du hattest Spaß bei der Folge. Wenn ja, lasst mich wissen. Würde mich mega freuen. Ansonsten einfach so geil bleiben, wie du bist und bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Brillet!